Jetzt, liebe Zuschauer, ist es offiziell, jetzt ist es amtlich. Martin Schulz ist Kanzlerkandidat der SPD, zum Vorsitzenden gewählt, letztes Wochenende mit, sagen wir mal, ganz ordentlichen 100%. 100! Wow! Und was war das? Was war das für eine schöne Krönungsmesse da in Berlin? Emotion pur. Genossen haben sich vor Begeisterung die Klamotten vom Leib gerissen. Stundenlange Ovationen, Blinde konnten wieder gehen. Da war alles dabei. Alles. Und hier kommt der geilste Moment. Gültige Stimmen 605. Mit Ja haben gestimmt 605 Genossinnen und Genossen. Ach du Scheiße, jetzt bin ich wirklich der Chef von dem Haufen. Warum bin ich nicht Buchhändler geblieben? In Würselen. Ja, Herr Schulz steht für den Charme des Neuen, was ganz amüsant ist, beim dienstältesten SPD-Präsidiumsmitglied. Seit 1999 trägt der Mann wirklich jeden Scheiß mit, den die Partei verzapft hat. Aber komm, Hauptsache Emotionen. Hier super kitschiger SPD-Spot zur Krönung. Ganz wichtig, nicht von uns bearbeitet. Drei Buchstaben. SPD. Ja, alte Regel. In Zeitlupe kriegst du jeden sexy, meine Damen und Herren. Wirklich. Guck mal hier, die Barley. Gleich kommst du noch mal. Oh, ich fass ihn an. Oh. Der Schulz. Kann sie alle haben. Also, ich möchte seine 100% an dieser Stelle wirklich nicht kleinreden. Aber natürlich war der Gabriel-Überdruss in der Partei so gigantisch, dass sie selbst diesen Fikus mit 100% gewählt hätten. Wirklich. Das ist schon erstaunlich, denn eigentlich fordert Schulz original nichts, was die Vorsitzenden vor ihm nicht auch gefordert hätten. Aber, stellen wir fest, er euphorisiert halt die Fans. Endlich einer, der die Ärmel hochkrempelt. Dass man sagen kann, der haut mit der Faust auf den Tisch und sagt, so, Butter bei der Fische, hier geht's jetzt zur Sache. Nicht immer alles nur so Larifari. Wow. Da war ja wirklich fast alles dabei, was das deutsche Phrasenlexikon hergibt. Da fehlte eigentlich nur noch Schluss mit der fiese Matenten, mein lieber Herr Kokoschinski und natürlich hinten hat der Fuchs die Eier. Sonst war alles dabei.